Max Christiansen bei mir, unter anderem beim 3:1 Erfolg auch als Torschütze da gewesen. Wie fühlt es sich jetzt erstmal so an, so nach dem Spiel, Tor und Sieg? Ja, in erster Linie geht es natürlich um den Sieg, dass wir die 3 Punkte hier behalten haben. Das war unser Ziel und das haben wir auch geschafft. Ja, für dich persönlich vielleicht noch mit dem Treffer noch 2-3 Worte dazu. Ja, letztendlich ist es ziemlich egal, wer die Treffer macht. Heute war ich in dem Fall dran. Ist natürlich ein schönes Gefühl. Ob der Treffer wirklich mir gehört, wird man sehen, glaube ich. Aber ich hoffe es natürlich. Was war denn heute der Schlüssel für die 3 Punkte? Was hat heute zum Sieg geführt? Ich glaube, dass der Kampf, Wille und die Leidenschaft fast über 90 Minuten da war. Ich glaube, wir haben von der ersten Sekunde gezeigt, dass wir hier 3 Punkte wollen. Ich glaube, wir haben gut angefangen, müssen zur Halbzeit deutlich mehr höher führen. Und ja, letztendlich sind wir einfach glücklich über den Sieg. Wir haben zwischenzeitlich ein bisschen nachgelassen, was aber vielleicht auch ein bisschen normal ist in manchen Momenten. Ja, da müssen wir uns steigern und versuchen, alles über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kriegen wir oder schaffen wir es auch in Paderborn zu 3 Punkten, so wie heute? Ja, genau so. Also genau das, was ich gerade eigentlich gesagt habe. Nur, dass man es über 90 Minuten, über das ganze Spiel schafft, souverän zu sein, das Tor zu verteidigen. Ja, leider haben wir heute ein Gegentor bekommen. Nächste Woche dann versuchen, wieder ohne Gegentor zu bleiben und auch da wieder 3 Punkte zu holen. Dann war's das. Danke sehr. Gerne. Ja, Tadel Momolo bei mir. Erstes Profitor heute für 96 erzielt. Erstmal direkt dazu. Wie fühlt sich's an? Ja, das ist ein geiles Gefühl, im eigenen Stadion zu Hause mein erstes Tor für 6-0 zu machen. Geil, können ein paar dazukommen. Können noch ein paar dazukommen. Jetzt ist heute ein 3:1 Erfolg erstmal dazugekommen. Hochverdienter Sieg, wie hast du es gesehen? Ja, also genauso. Komm, Tadel! Genauso. Verdienter Sieg über beide Halbzeiten, die bessere Mannschaft gewesen. Dann auch die Chance genutzt. Beim Tor vielleicht ein bisschen gewackelt, aber das ja. Tor gut weggesteckt, weitergemacht. Jetzt haben wir bislang alle Heimspiele gewonnen. Hast du so ein bisschen, kannst du uns so ein bisschen das Erfolgsrezept nennen, warum das gerade zu Hause so gut klappt? Ja, ich denke, das uns hilft das sehr mit den Fans im Rücken, einfach das Tor zu verteidigen und nach vorne dann genauso. Also ich denke, das ja, passt. Was nehmen wir heute aus dem Spiel mit, um auch in Paderborn dann auswärts 3 Punkte mitzunehmen? Ja, einfach unser Tor zu verteidigen, unsere Chancen vorne zu nutzen und dann denke ich, dass wir eigentlich jeden in der Liga schlagen können. Das sind doch gute Schlussworte. Danke dir.